BHIS, die Bad Homburger Infoshow. Wir zeigen Bad Homburg weltweit. Herzlich willkommen, liebe Bad Homburgerinnen und Bad Homburger, hier auf unserem Portal diebadhomburger.de. Für Europa, für Deutschland und ganz besonders für Bad Homburg und Umgebung möchte ich ein paar Worte heute am Dienstag, den 17. März 2020, hinterlassen. Die Schulen und Kitas sind geschlossen, nicht nur aber hier in Bad Homburg, sondern überall oder weitestgehend auf der ganzen Welt. Das bedeutet, dass wir jetzt mehr Rücksicht auf unsere drei Generationen nehmen. Die Kinder, die Eltern und die Generation darüber. Das Coronavirus ist etwas, was uns gerade sehr, sehr stark beschäftigt. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch hier sagen, bitte haben Sie keine Angst vor der Krankheit selber, sondern es geht darum, dass die Krankenhauskapazitäten an dieser Stelle nicht ausgelastet werden sollen. Und alle Sicherheitsvorkehrungen, die wir hier in der Stadt Bad Homburg und Umgebung machen, dient ausschließlich nur dafür, dass nicht alle Leute gleichzeitig versorgt werden müssen in unseren medizinischen Räumlichkeiten. Deswegen ein Dankeschön vor allem an unsere Pflegekräfte, an das Personal in den Krankenhäusern, an die Ärzte, an die Pfleger und vor allem an alle Leute, die auch zuliefern, ob es die Medikamente sind, innerhalb der Apotheke, extern, intern. Ich könnte die Liste noch endlos weiterführen, aber das will ich nicht. Ich bitte einfach nur, keine unnötigen Käufe zu machen oder Hamsterkäufe zu machen. Bis heute konnte mir keiner erklären, wozu Klopapier und Nudeln gekauft werden sollte. Es ist wichtig, dass die Versorgung nach wie vor, und das ist sie auch, gesichert ist und dass wir Nachlieferungen bekommen, auch wenn Sie in Bad Homburg leere Regale sehen. Das ist ebenfalls wichtig. Das Reiseverhalten, ich meine, man muss Bad Homburg nicht verlassen. Bad Homburg ist eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt. Also wir bleiben erst einmal hier, wir halten den Abstand und wir warten, bis dieser ganze Unsinn erst einmal zu Ende ist. Ich persönlich gehe davon aus und ich verfolge die Nachrichten sehr, sehr lange, dass wir bestimmt bis Ende April noch damit uns befassen sollten und werden. Aber wenn wir uns alle daran halten, trotzdem ein wenig Freude miteinander haben, wir können sehr, sehr viel in der Digitalisierung machen. Das macht die Bad Homburg Infoshow schon seit über 2007. Ob es der digitale Unterricht ist oder ob es die Kommunikation innerhalb der Familie ist oder zur Familie, auch grenzübergreifend. Also deswegen der Appell, einfach nur das zu beachten, was wir auch momentan in den Nachrichten hören, nicht zu übertreiben. Und deswegen wünsche ich an dieser Stelle jetzt eine wunderschöne Woche. Bleiben Sie alle gesund und ich freue mich auf den weiteren Verlauf. PS, wir sind wieder online. www.diebadhomburger.de. Vielen Dank. BHIS, die Bad Homburger Infoshow. Wir zeigen Bad Homburg weltweit.